Servus Freunde, willkommen zurück zu Jump Rage mit dem Remmel und dem Nelo. Hallo. Hallo. Nächste Runde und ich habe keinen Bock. Ich habe diesmal das Glück, ich darf Nelos machen. Wir wussten ja, wie es letztes Mal ausgegangen ist. Dann darf der Nelo Remmels machen und Remmel meins, genau. Genau. Und wir bleiben alle in einem Raum heute mal. Jump Rage. Okay, los geht's. Juhu. Ich hau mir natürlich gleich einen Kopf an oben. Oh, ich will nicht in Nelo sein Scheiß da. Nelo, der Sprung kann nicht gehen. Oh. Doch, die gehen alle. Ich schwör's, ich hab's im Kreativ. Ich hab's im Survival ausprobiert. Da hat er sich verplaudert. Ich hab's in beiden so ausprobiert. Bei. Alles wie immer abbauen verboten, wenn langsamer tot dann gewollt. Ist hoffentlich etwas einfacher diesmal. Haha, noch mehr lachen. Es gibt eigentlich keinen langsamen Tod diesmal. Willst du mich verarschen? Ein Vierersprung im Slime? Das geht. Boah, Digga, ich verzweifle gerade an deinem scheiß Swimrun, ne? An diesem, wo man dann mit der um die Ecke springen muss, ne? Verzweifle ich gerade. Boah, das hab ich nicht gemacht. Das war mir auch scheiße, dann auch zu assi. Was, um die Ecke springen? Ja. Nee, das war ja einfach, deswegen habe ich ja gemacht. Ja, verzweifle ich gerade ein bisschen. Er dachte bestimmt, ich muss es machen. Echt? Sag mal, wie weit muss man hier noch hoch? Geht's noch? Ja, gut. Ich hab vergessen zu pennen beim Nelöchen. Oh, ich auch. Scheiße, Mann. Kann nur nachschlafen, aber ich müsste gespeichert sein, oder? Bitte? Kann nur nachschlafen. Ja. Ist halt umgelaufen. Dann hätten wir es gleich machen müssen. Nee, scheiß drauf jetzt. Ich hab nur ein halbes Herz, Mann. Und wie findest du mein Jump'n'Run bis jetzt? Warte. Ist es gelungen? Ja, du Hure! Du dumme Hure! Du dumme Hure! Du dumme Hure! Hab ich zu viel versprochen? Der hinter diesen scheiß Schleimblock Lava, ey. Ich glaub, ich blase selber ein. Alter. Das wird witzig. Das wird echt witzig. Ja, ich hab dir, glaube ich, nicht so viel. Folge, ne? Ich hab dir, glaube ich, nicht so viel versprochen. Was ist mit mir? Hast du mit mir geredet? Nein. Nee. Mit dem Erzfeind. Wahrscheinlich fällt er gleich aus der Welt. Oh, ich mach mal kurze Pause, ich trinke mal was. Oh, bitte halt die Schnauze. Warte mal, was läuft da oben rum? Ich hab da was. So, ich schau jetzt mal beim Nelo nicht, dass der mir hier wirklich falsch läuft. Oh, Scheiße. Nein! Zu kurz! Zu kurz! Zu kurz! Also, Reibel ist der glückliche Kinder nach halben Stunde. Ich spawn immer da oben. Ich hab das falsche Bett gemacht. Er wird genauso eine Freude haben wie ich beim letzten Mal beim Schneiden. Also, ich kann das Weiß nicht mehr sehen. Nelo? Ja? Soll ich dir gerade mal meine Gefühle erzählen, was ich gerade empfinde? Sorry, ich bin nicht schwul. Nee, ich wünschte, ich hätte gerade eine neue Maus, eine neue Tastatur im Schrank liegen. Und ich mein Equipment einfach gegen die Wand hauen könnte, dass jede scheiß Tastatur in Einzelteile fällt. Wie hast du noch zu mir gesagt? Du regst dich so leicht nicht auf. Ja, mach ich ja nicht. Bin ja noch du bist am Anfang, hast gerade mal 5% von meinem Jump'n'Run gemacht. Ich bin ja auch noch voll ruhig. Bis ich ausraste, das dauert noch ein bisschen. Nelo, du willst mir jetzt erzählen, dass du noch keinen einzigen Checkmont hast. Hab ich noch nicht. Okay, gut, okay. Nein! 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 Okay. Ich glaube, das ist jetzt nicht viel besser wie letztes Mal. Nur, dass ich mehr Checkpoints gemacht habe. Hä? Sorry, da musste ich jetzt aber mal lachen. Du musst es aber erstmal erreichen, das ist der Punkt da dran. Wo ist eigentlich der erste Checkpoint? Der ist nicht mehr weit weg. Aber im Vergleich zu meinem ist das ja hier Baby. Ich bin bei mir echt geraged, wie ich mein Jump'n'Run in Survival gemacht habe. Ich konnte nicht mehr, ich war psychisch einfach nur am Ende. Und ich wusste, wie die Sprünge gehen. Stell dir mal vor, jemand musste das machen und weiß nicht, wie sie gehen. Ja, dann passiert sowas. Im Glück habe ich eine starke Psyche. Naja.
Muss schon Köln mit dem Nelo aushalten. Oh, das wird geil. Ich sag dazu nur, it's okay. Yo, und runtergefallen, Leute. Gleich mal was trinken. Ah. Boah, ich kann kein Quarz mehr sehen, ganz ehrlich. Was, warum Quarz? Aber wenn man so wenn man Leitern und Schleimsprünge hat, dann ist Quarz, glaube ich, das geringste Übel von einem. Ey, mir hängen also, die Schleim. Deswegen baut sowas ja keiner. Weißt du, was Assi ist? Wenn jemand übertrieben viele Spinnennetze unter einen Block baut. Also solche Leute, ne? Ja. Geht gar nicht. Ja. Die haben das Leben einfach nicht verstanden. Ja. Siehst du auch so, ne? Ja. Zum Glück machen wir sowas nicht. Ja. Du wirkst leicht gereizt. Ne. Ne. Opfer. Leute, wenn ich hier schon dieses Lavabecken sehe, könnte ich schon wieder kotzen, Alter. Das wäre richtig schön. Natürlich! Wenn du daneben springst, landest du in der Lava. Natürlich! Mit! Das Chimrod ist ja nicht einseitig oder so. Hat ja nur 80% Schleimblöcke. Wie heißt mein Jump'n'Run am Anfang? Lies mal das Schild, was da steht. Ja. Das hat so an sich, dass wenn man das so benennt, dass es auch so ist. Du hast zu mir gesagt, hey Nelo, weißt du, was ich richtig gut kann? Schleimblocksprünge. Deswegen habe ich gesagt, ja, okay, wenn du meinst, dann mache ich halt Schleimblocksprünge. Ja, was lachst du? Das hast du mir gestern noch gesagt. Was lachst du? Ich habe noch gesagt, überlegst dir gut, Mann, das ist sau schwer, aber du, nee, das schaffe ich schon, ich bin Pro. Ja, was? Ich finde es nicht so witzig. Nächstes Mal die Klappe nicht ganz so weit aufreißen, ne? Was lachst du jetzt? Ja, ich finde es jetzt nicht mehr witzig, ne? Ich bin an dem Punkt angekommen, wo irgendwie alles lustig ist. Nimmst du Drogen? Ja, ich glaube schon. Ich hab den Checkpoint, verdammte Scheiße. Ich hasste? Ich hab den Checkpoint. Oh Gott! In 2 Stunden nicht fertig bin. Egal! Wenn ich in 2 Stunden nicht fertig bin, nehme ich meine Legre Canon. Gib mir eine Jogginghose an. Okay, die habe ich schon an. Geh raus, es regnet gerade und lauf. Ich jogge eine Runde dann. Okay. Ist eine gute Idee. Und werde es aufnehmen. Dann machst du es quasi wie Rocky, nur dass du kein Comeback hast. Böse! Ja, hab dich lieb. Ich glaub, wenn ich das nächste Mal sterb, komm ich mal zu dir. Und zeig's dir mal, so richtig. Vielleicht kannst du dann besser jump'n'runnen. Bin da, Reimel, bin da. Wo bist du? Ich kann nur nachts schlafen, es speichert also nicht, ich kann mich nicht reinlegen. Warte. Warte mal. Du hast Nacht. Oh. Nee, du hast nicht Nacht gemacht. Warte. Okay, gut, jetzt kannst du. Okay. Pennen. So, warten, bis es dunkel wird um den Bildschirm ein bisschen. Na, komm. So. Ich habe unten Essen vergessen. Egal, ich bring mich einfach um. Nein! Ich spawn doch da oben wieder, ich habe kein Essen stimmt, dabei. Stimmt. Ja, ich hätte jetzt was gegeben. Okay, ich muss jetzt aber hier egal. Rüber, ne? Genau. Man kann auf dem Bett sneaken. Ne, da ist ein Block drunter. Das sind jetzt 4er-Sprünge. Nein! Die kannst du, du musst abbremsen. Oh fuck, ich dachte, nach ich kann einfach durchrushen. Nee, so viel geht's dir gut. Hör auf, dem Nelo Tipps zu geben. Ich hab's eh bald geschafft. Machst du gerade Post auf? Ja, ich hab gerade Post aufgemacht. Sag mal. Alter, komm, Reimel. Geht's noch weiter auseinander? Es sind immer die gleichen Abstände. Ich hab's nicht so mit Abständen. Ja. Arschloch, du Blödes.
Ich führe schon mit Sulfi eine Fernbeziehung, es reicht mir. Bitte halt die Fresse, Alter. Das ist so ein Bullshit-Oblade, der wundert mich ja krass. Kommt dir sonst heute noch, ey? Du kommst mir? Nein. In mir oder auf mir? Ach, bitte halt die Fresse. Oh nö, schon wieder neu. Oder mit mir, kannst du dir aussuchen. Ach Gott, ich... Na Mann, ey, mein Kopf ist brei. Das sagst, merkst du aber früh. Ach komm, ich lauf rückwärts vom Block runter, so weit ist es schon. Heimle, auf Videos zu schauen. Hä? Das hört man. Auf Videos zu schauen. Ich render gerade mein Video. Ja, ich hör das. Das hört man aber, wenn du es renderst. Nein, das ist nicht scheißegal. Ja. Nein! Reimle, komm, nächstes Mal. Zu Hause, nächstes Mal baust du es wieder ein bisschen einfacher, okay? Das gehört, Reimle. Hä? Nächstes Mal baust du es wieder ein bisschen einfacher. Ja, noch einfacher oder was? Es ist schon zu schwer. Elo? Sowas mache ich zum Beispiel nicht. Elo? Ja? Digga, das sind Vierersprünge. Dann bau deins bitte 500 mal leichter. Dann setz ich einen mal. Block. Guck mal, wie easy das ist, ich zeig's dir. So, wo bist du? Ach, ja, ich reg mich ja nicht auf oder so, ich find's halt nur nervig. Guck. Weil Vierer Abstände sind scheiße. Ja. Die sind leicht. Sagt der nicht mal eine Leiter hochkommt. Die Scheiße. Ich würde da nicht lachen an deiner Stelle. Halt's Maul, mein Kopf ist brei. Nein, wieso springt er weiter? Das Problem hast du gerade auch gehabt. Ja, sind halt Dingsfehler, ne? Probleme, Fehlersprünge. Hätte ich hier keinen Checkpoint, wäre ich schon längst ausgetickt, aber dann denke ich immer, hey, schau erstmal bei Zulfi rein, dann geht's mir wieder gut. Alter, deswegen, ich wünschte, ich hätte jetzt irgendeinen Backstein, den ich gegen einen. Deswegen habe ich übrigens auch das Loch in der Wand gemacht. Deswegen habe ich auch das Loch in der Wand gemacht. Immer wenn es mir scheiße geht, schaue ich mal kurz durch und dann muss ich wieder lachen. Oh, okay. So, damit ist es. Nee. Ist mir egal. Ich will es jetzt schaffen, ich will meine Punkte. Ja, du kannst noch weitermachen. Schaust du mir zu, oder? Oh, Digga, du hast ihn gefickt, Alter. Okay. Ich glaube, der Ding ist gerade psychisch fertig. Nein, am letzten Sprung. Ach komm. Bock. Ja, geh mir halt aus der Sicht. Gerade eben hat's funktioniert. Warte. Nein, ich darf nicht gleich wieder Sprung drücken, ne? Ich muss erst kurz warten. Genau, muss kurz warten, ja. Ah, es könnte funktionieren, es könnte... Nein, ach komm! Ey, ganz immer kurz vor dem Scheißblock, Alter! Ist schon nicht mehr so witzig, ne? Nee, sag's nur. Nicht mehr lustig. Ja, Nilo, das liegt jetzt aber an dir. Alter, oh nein! Leute! Wieso? Meine Maus war mir zu teuer, als dass ich sie jetzt misshandle. Ich sag sie lieber persönlich. Ha, willst du auf die Fresse hauen, oder? Ah! Okay. Junge, Alter! Ein Sprung weniger, ey, ein Sprung weniger. Junge! Ganz ehrlich! Hab schon... Hä? Ja.
Es sind wesentlich mehr Aggressionen da, wenn Zulfi nicht mehr mitsch... Gott sei Dank. Muss ich das jetzt mit Anlauf oder ohne? Nein, da hüpfst du jetzt einfach rüber und laufst runter. Lauf runter. Oh Gott! Graben. Weißt du, ihr macht immer so eine Scheiße. Du weißt, ja, Wolle, ich weiß. Du weißt, dass man geht Wolle das? Mit einer Schere abbaut, nicht mit einer Schaufel. Ja, aber geht das? Willst du mich? Was ist denn? Ist es Absicht, dass da ein Loch ist, dann? Nein, sorry, mein Fehler. Ja gut, soll halt ein bisschen länger dauern, ne? Na gut, ist jetzt auch egal, ne? Ja, okay. Und sonst so, läuft's? Ja, wir schon bei dir. Geht's bei dir in verschiedene Richtungen oder muss ich gerade ausgraben? Bis halt das Schwarz aufhört, ne? Wenn du mit Erde anfängst, dann ist der Raum zu Ende. Okay. Ich sage jetzt natürlich, ich muss den ganzen Raum aushöhlen. Hey, du bist halt auch schlau, gell? Du machst einfach Kerzen gerade, ne? Ich würde halt auch mal verschiedene Richtungen austesten oder so. Ah, ich sehe was. Hä, wie kann ich die abbauen? Mit der Hand. Was? Mit der Hand. Unten. Warte mal. Unten hin, abbauen. Mit der Hands. Hey! Hallo? Reimel! Was denn? Du hast meine Flagge! Gleich. Ja, lass dir Zeit, das ist eigentlich nicht so. Ich habe mir überlegt, ob ich ein bisschen trollen soll, ob ich jetzt ein bisschen noch rum maulen soll. Ob ich noch ein bisschen rumflamen soll. Stell doch jetzt einfach die Flagge hin und gut ist es und wir gehen alle vom Server und... Weißt du, was ich eigentlich vorhatte? Machen 10 Wochen Pause. Ich wollte eigentlich, ne? Eigentlich wollte ich die Flagge holen, wollte weiter flamen und wollte dann ihm zuschauen. Und wenn er sie dann hinsetzt, sitzt meine schon dort. Aber Danilo. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu hart gewesen. Der hätte, glaube ich, einen Nervenzusammenbruch erlitten oder so. Wenn du logisch überlegt hättest, hättest du gleich gemerkt, dass man die Flagge, dass er die Flagge nie hinsetzen wird. Das, ja, ohne jetzt hat noch 2 Stunden gedauert. Bist du eigentlich ins Start, Solvi? Bist du noch da? Er ist im TS, er kann uns hören, aber er... Jetzt antworte doch mal, Junge. Ja, ich hab... Jetzt habe ich endlich... Wie viele Punkte habe ich jetzt? 4, ne? Dann bauen wir die Schilder mal ab, ja. Und machen es gleich. Obwohl, ist eigentlich egal. Weil das wird eh resettet. Er muss ja die Punkte merken, ne? Ich hab 4. Ich habe jetzt 3, ja. Ich habe jetzt 3, okay. Mann, ich bin auf dem letzten Platz. Ich bin auf dem zweiten. Oh, geil. Du hast 3. Da, ich verpiss mich jetzt. Wir sind Server. Gleich. Plus mehr. So. Schön. Dann, bist du noch da? Ich, ja, ja. Da würde ich mal sagen, hoffentlich hat euch die kleine Folge gefallen. Wir haben ja auch ein bisschen rumgeraged und so. Ein bisschen ist gut. Wenn ihr noch wollt, dass sowas wöchentlich kommt, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Und ein kleines Abo, würden wir uns natürlich alle sehr drüber freuen. Und ja, dann bis zur nächsten Runde. Jump Rage, würde ich sagen. Hast du noch was zu sagen? Ich, nein. Solvi, du? Immer noch auf Sturm. Nicht so. Also dann macht's mal gut, Leute, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüdelü. Willst du nicht Tschüss sagen, oder was? Ich? Ja. Servus. Tschüss.